Hallo Leute und willkommen zur nächsten Runde WWE Supercard und wir werden hier schön begrüßt mit einem kleinen Banner und zwar ein neues Road to Glory Event beginnt bald, tritt gegen Sting und andere an. Ab Donnerstag geht es los. Leute, das ist so geil, schon wieder was Neues und King of the Ring, Moment. Das lässt sich gerade nicht anklicken. Ich stehe bei 15-0. Guckt euch mal meine Energie an. Das lässt sich selbst errechnen, oder? Also ich scheine da richtig hart durchzuficken. Und das freut mich. Das heißt nämlich so viel, dass ich wieder gewinne. Und das ist geil. So, ich fülle gerade mal die Energie auf. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen zocken. Will aber jetzt nicht jetzt zocken. Ja, heute haben wir hier Jeff Hardy und Paige. Ich mag Paige, deswegen bleibt Paige auch Paige. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich. So, und es geht weiter. Nur ein kurzer Zwischenstopp. Und zwar, guckt mal, was ich gerade gezogen habe. Im Random. Yeah, neuer Survivor. Unser zweiter. Und es ist Triple H. Und es gibt schön Hundefutter. So nice. So fucking nice, Leute. Und wir haben jetzt schon Shawn Michaels. Das heißt, wir können Booker T auch ersetzen. Und haben ein komplett blaues Team. Das ist sehr, sehr nice. Und ich stehe gerade 28-0. Gleich 29-0. Ich bin ungeschlagener Motherfucker. Und es ist einfach gerade so geil. Also jetzt fängt es an, das Spiel richtig gut zu laufen. Wir können jetzt ordentlich Legendäre farmen, da ich beim Legendary King of the Ring ordentlich am Absahnen bin. Jetzt ist es gerade so awesome, ey. Und wir haben unseren nächsten Survivor gezogen, Leute. Das ist nice. Also ich muss gerade mal gucken, was der für eine Ausrichtung hat. Shawn Michaels ist ja rechts. Und ob der links ist. Ah, genau, die Diven haben ja jetzt auch eine Ausrichtung. Wegen dem neuen Event, was halt bald. Wegen dem neuen Spielmodus, der halt bald kommt. Dass er da vier Diven drin gibt und so wie es aussieht, passen unsere Diven alle zusammen. Außer unsere Summer Rae natürlich. Die ist hier natürlich was Besseres. Also blau rechts, blau links, blau rechts. Sehr nice. So, wo ist er denn? Der Triple H ist blau links. Unsere Brie, die ist blau links. Nice, richtig nice. So. Der ist blau links und ist Shawn Michaels blau rechts, soweit ich weiß. Ja, sehr geil. Da können wir uns haben wir schon ein richtig OP Tag Team Team. Den werde ich gerade mal noch mal ein bisschen trainieren, wo wir gerade dabei sind. So geil, also diese Folge, die ist schon ein paar richtig geile Stücke zusammengeflickt. Ja. Jetzt muss ich nur gucken. Muss ich gleich mal ausrechnen, wann ich dann morgens. Ne, Moment. Morgen habe ich das Handy dabei. Ich kann gucken. Ich werde wahrscheinlich das Ende vom King of the Ring nicht filmen, sondern werde das erst dann aufnehmen können, wenn ich daheim bin. Da ich morgen ziemlich lange halt nicht daheim bin. So. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts Großartiges jetzt gezogen, außer den direkten Survivor. Übel. Vor allem, ich habe jetzt eigentlich. Total im Halbschlaf, ich bin gerade Hobbit am gucken und gedacht, Moment, war da nicht gerade was Rotes? Aber richtig nice. Das freut mich schon sehr und Jeff Hardy freut sich auch. Und Paige auch. Boah, übel geil, Leute, übel geil. Ich bin gerade so gut drauf. Hier auf der Ring sind wir so hart am Rulen und dann kommt jetzt auch noch sowas. Richtig geil. So, Level 38 ist er, der Dude. Ja, den werde ich wahrscheinlich noch voll machen. Survivor-Karte. Das heißt, wir haben. Ich glaube, wenn wir alles voll haben, sind wir dann Survivor Plus. Wenn wir den dann auch öffnen, weil der hat ja dann auch die Stats über 1000.
Jo, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich, wenn das King of the Ring zu Ende ist oder ich noch was Geiles ziehe. Tschüss. So, und da geht es weiter und wir sind hier im Lade in ein Lockscreen. Loggen und sein. Und heute ist Weihnachten. Sehr schön. Wünsche euch alle ein schönes Fest und frohe Feiertage. So, wir sehen direkt schon, oh, da ist was Neues und das King of the Ring ist beendet. So, jetzt weiß ich aber nicht. Gucken wir uns zuerst das an. Oder das. Wir gucken uns zuerst das an. So. Okay. Da, dam, 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 da, da. Lol. Road to Glory. Zum Fortfahren antippen. Ja, ich tippe. In Road to Glory trittst du gegen eine Reihe von immer stärkeren Superstars an. Nutze Kämpfe, um Road to Glory zu spielen und Punkte zu verdienen. Kämpfe füllen sich nach der Verwendung mit der Zeit wieder auf. Siege bringen dir je nach Stufe des gegnerischen Decks 1, 3 oder 5 Punkte. Die Schwierigkeit deiner Gegner steigt mit jedem Sieg. Die verdienten Punkte bringen dich dem Sieg über den einen Superstar und dem Erhalt seiner Karte näher. Finde Titelkämpfe auf den Supercard-Brett. Setze Titelkämpfe ein, um die möglichen Punkte in deinem nächsten Spiel zu verdoppeln. Alle Titelkämpfe laufen nach dem Event ab. Wie weit schaffst du es in Road to Glory, bevor die Zeit abläuft? Viel Glück. Viel Spaß. Hört sich mal richtig geil an, auf jeden Fall. Gut. Road to Glory benötigt ein Deck mit 16 Superstars, 4 Divas und 2 Unterstützungskarten. Dein Deck wurde mit deinen stärksten Karten gefüllt. Weiter. Hoho, ja. So, dazu gibt es eines Neues, was ich hierzu sagen muss. Shawn Michaels ist Pro und fertig. Und ich habe Triple H ja, ein bisschen angefangen zu pumpen. Ja, wir scheinen hier schon unsere stärksten Karten reingehauen zu haben. Und Road to Glory. So, anstatt die Leiter will ich aber lieber was anderes. Ich kann die Leiter auch trainieren. Das ist total, ja. So, hier ist. So, ich bin Legendär plus plus. Okay. Weiter. So, bald verfügbar. Oh. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal gerade nochmal zurück. Und ich weiß selber nicht genau, wie es King of the Ring ausgegangen ist. Das ist das Schlimme. Okay, also das erste Spiel scheinen wir gewonnen zu haben. Gehen wir in die Herausforderergruppe. Und wir haben gewonnen! Schon wieder! Wuhu! Geil! Ich hab's geschafft. Again. Ja, und das Schlimme ist, Leute, ja, ich habe zu Beginn, hier habe ich halt voll aufgepumpt und habe geboostet und er hatte einfach sowas von keine Chance. Guckt euch mal die Karten von jemand. Okay, die war da gewonnen, aber trotzdem, boah, ey. Okay, ich hätte es auch können verlieren. Ja, das ist, die Kombi ist nicht schlecht, da hatte ich Glück, also ich hatte schon ordentlich Luck. Aber Leute, wir haben gewonnen. Schon wieder. So geil. Und es ist Weihnachten. Belohnung einfordern. Zufällige legendäre Karte. Zufällig legendäre Karte. Und noch ein weiterer. Doch Rock, als ob wir nicht schon hätten. Yay. Wuhu. Und Edge. Endlich. Wuhu. Cool. Freu. Aber leider keinen zum Proben. Okay, das Road to Glory startet in einem Tag und 3 Stunden, also um 8 Uhr morgens. Morgen. Jo. Jo, wir haben gerade Weihnachten, 5 Uhr morgens.
Also bei mir in Deutschland. Jo, okay. Was gibt's denn? Also, The Mist. Ah, es gibt anscheinend. Aha, okay. Also, man kann so eine Special Sting-Karte bekommen. Ja, mal sehen. Also, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes bei dem Event. Und ich würde sagen, machen wir jetzt mal noch ein bisschen Gameplay. Ich hatte nämlich vorhin ziemliche dicke Probleme in meinem X-Split. Also, übelster Scheiß gerade. Also, es war wegen dem Update, was weiß ich. Keine Ahnung. Gut. Ich freue mich schon richtig auf das Event. Ich habe schon so lange drauf gewartet. Ich kann es kaum mehr warten. Ja, machen wir jetzt mal noch ein bisschen Gameplay. Weil es ja Weihnachten heute, Leute. Muss die Folge danach auch direkt mal schneideln und fertig machen und hochladen. Da oben steht es auch schon Merry Christmas, ne? Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Fest, feiert schön, lasst euch reich beschenken und habt ein gutes King of the Ring und viel Glück im Road to Glory. Bin mal gespannt, wie lange das Event geht und ob das wieder sowas ist, wo man dann richtig übelst hart wie eine Sau suchten muss. Aber ich fange definitiv das Gute ist, es ist nicht möglich für mich keine gute Belohnung zu bekommen. Ich weiß aber nicht, wie schwer das ist. Also es kann sein, dass das ziemlich hart wird. Aber normalerweise, wenn ich suchte, dann suchte ich und dann ziehe ich sie hart ab. Die Nudels. Ich sehe gerade, dass der Rand von diesem Ding ziemlich kacke ist. Er ist ziemlich pieksig. Aber gut, ne? Kommt ja eh der Weihnachtsrahmen da noch drum. Das möchte ich jetzt nochmal ein bisschen schöner. Ja, der Shawn Michaels, der ist voll. Und mir ist gar nicht aufgefallen, dass der so gut in Härte und in Geschwindigkeit ist. Ja, und die Diven, die haben jetzt halt auch eine Ausrichtung. Wegen diesem Road to Glory Event eben. Da man halt auch da Diva-Tag-Teams machen kann, tun, tut. Aber das sind nur legendär plus. Plus. Das ist irgendwie mies. Ich hoffe, das hält uns nicht davon ab, diesen legendären, diesen Survivors-Ding zu bekommen. Das wäre nämlich Kacke. Das wäre sehr Kacke. Oh Gott, wie Kacke wäre das? Ich kann mal gucken. Was war das? Nur mal die Anleitung angucken. Also, ja, bald verfügbar. Deck bearbeiten. Das sind so viele, Alter. Atom auffüllen. Ja, gut, ne? 0 von 15. Da ist ein schöner The Miz. Den werden wir, denke ich, bestimmt bekommen. Oh, wir werden ja sehen. Also, vielleicht hat man dieses Mal auch die Möglichkeit, dass jeder diese Survivor-Karte bekommen kann. Das wäre natürlich richtig nice und ein ordentlich dicker Boost für unser Deck. Das wäre schon richtig geil. Ich gucke mal gerade, wie viele Karten ich gerade am Stassel habe. Am Stassel, ey. 87, oh, wieso nicht? Da. Level 17 ist er. Der kleine Dude. Ich werde da den The Rock direkt mal reinpumpen, weil ich denke mir auch dazu, wieso nicht, weil. Wieso nicht?
So. In Road to Glory. Natürlich. Was auch sonst. Da würde ich mal sagen, tauschen wir den Rock mal gegen den Hedge. Weil ich will den jetzt pumpen da rein, da ich den nicht brauche. Und ich werde die Doppelten nicht aufheben. So. Pff, was ist denn das für ein Drecksdeck? Die Airbros haben wir auch nicht drin. Ja, ich habe, jo. Müsste man sich halt noch ein bisschen halt ransetzen, um noch ein bisschen was zu dingseln. Dingseldi. So, trainieren. Heute mal ein bisschen längere Folge, habe ich mir mal gedacht. Weil, wieso nicht? Weil es ja schließlich, ja, ist ja Weihnachten. Da kann man sowas schon machen, ne? Da haben wir noch so viele epische Pros, die wir machen können. Ah, den habe ich übrigens heute auf der Arbeit gezogen. Also nicht auf meiner Arbeit, sondern auf der Arbeit von einem Kollegen, einem Freund. Und jo, Chris Jericho Epic, richtig nice. Hab vergessen, einen Screenshot zu machen. Hätte ich sonst jetzt eingeblendet. Aber ansonsten pimpen wir jetzt da mal ein bisschen auf. Das sollte nochmal ein ordentlicher Boost geben, der legendäre. Der Rocky. The Rock Van Damme. So. Jetzt werde ich nur gerade mal gucken. Wie das ist mit dem King of the Ring. Ob ich das jetzt bei dieser Konstellation lassen soll. Oder ob ich es tauschen soll. So, Level 24 ist er. Sehr nice. Jo, also ich denke nicht, dass wir Survivor Plus sind, wenn er voll ist, aber jo. Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Will haben. Vor allem also man kann jede Karte anscheinend nur einmal bekommen, außer die letzte, die zweimal. Komisch. Vielleicht steht ja was im Kartenkatalog. Survivor. So. Dolph Ziggler. Sting. Copper. Ah ja, da. Sting. Das ist die Standard-Sting. Also, es gibt vier Sting-Karten einfach. Okay. Ja, das ist diese Pro-Sting-Karte. Die Pro-Sting. Stink. Ich habe leider kein anderes Bild mit Sting gefunden, außer das, was ich jetzt hier eingeblendet habe. Also, sorry. Also, es gibt die da und dann gibt es nochmal die normale, die wo dann, wo er weiß ist. Einmal die bunte und einmal die weiße. Geil. Ja, cool, ne? Was gibt es denn für eine Diva? Ah, ne, legendär ist Eric Rowan. Können wir eigentlich nichts mit anfangen, aber gut, ne? Ich versuche halt so weit wie zu kommen. Und vielleicht habe ich ja echt den Survivor Pro. Man weiß ja nie. Vielleicht werden die Matches am Ende so verdammt hart, dass irgendwie nur die Leute mit Survivor Plus. Der Wooly. Ja, Putz. Und geschnuddelt. So, Leute, dann würde ich sagen, war's das mal für heute. Ich starte jetzt heute Mittag das King of the Ring, da brauche ich ja nicht aufzunehmen. Und hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest und schöne Weihnachtsfeiertage.
Falls ihr währenddessen kein Video seht, sehen wir uns dann danach und lasst euch schön beschenken. Gebt euren Eltern und eurer ganzen Familie einen Kuss. Jo. Und esst schön. Gut, dann würde ich sagen. Tschüss!